Er nannte sich Allvater, als sei er der Schöpfer und nicht der Vernichter des Schöpfers. Niederer, lüsterner Tyrann. Mimir? Hm? Ah, tut mir leid. Am besten machen wir an dieser Stelle Schluss. Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge God of War. So, wir machen heute mit der Hauptstory weiter und wir sollten, glaube ich, hier anlegen. Ich hatte ja in den letzten Folgen ein bisschen Nebenmission gemacht und auch offscreen ein bisschen Nebenmission. Jetzt schauen wir doch mal, wie es in der Hauptstory hier weitergeht. Ich bin wirklich gespannt, Leute. So, ich glaube, wir müssen in die Kammer hier rein. Und hier waren wir schon mal drin. Auf ein neues. Lies vor. Den Tod ich selbst ich verschlinge, auf das ich wieder Leben bringe. Oh, das gefällt mir. Ob ich das wohl verfasst habe? Ist das dort die Antwort? Da steht Erde. Verschlingt den Tod, bringt wieder Leben. Okay. Los. Jürt. Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin, hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alm zu töten. Eine sehr eigenwillige Schlussfolgerung. Du musst nichts bereuen. Die Alben haben sich uns aufgedrängt. Nein, ich verstehe es jetzt. Wir hatten Götter Dinge zu erledigen. Müsste sie eigentlich unter Wasser gehen jetzt, oder? Ihre kleinen Probleme reingezogen. Sollten wir das so im Raum stehen lassen? Ich meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Vielleicht fühlst du dich gerade etwas zu gut. Macht stellt dich vor eine schwere Wahl, Kleiner. Du kannst entweder dir selbst dienen oder dich in den Dienst anderer stellen. Wie Tyr. Sie haben ihn geliebt, ha? Huh? Ja, ein Gott des Krieges. Doch einer, der für den Frieden kämpft. Es hieß, er war heroisch und gerecht und setzte Macht und Wissen ein, um Kriege zu beenden, anstatt sie anzufangen. Also gibt es gute Götter? Das soll alle paar Monde mal vorkommen, ja. Wir sind doch auch ein guter Gott, eigentlich. Hier werden Orte erwähnt, die ich nicht kenne. Offenbar ist Tyr gerne gereist. Tyr glaubte, dass der Verstand und nicht pure Macht Krieg und Chaos verhindern könnte. Und er wusste, dass ihm der Besuch anderer Kulturen eine Weitsicht gab, die er daheim nie erlangen würde. Odin häufte Wissen an und bewachte es eifersüchtig. Tyr hingegen war offen und teilte seine Lehren und seine Weisheit. Deshalb liebten die sterblichen Tiere und brachten ihm Geschenke aus der ganzen Welt. Und was ist mit Tyr passiert? Odin sah in ihm eine Bedrohung für seine Herrschaft. Er verdächtigte Tyr, mit den Riesen gemeinsame Sachen zu machen, anstatt zu helfen, ihre Geheimnisse für die Asen zu stehlen. Das hat er mir auch vorgeworfen, wobei er in Tyrs Fall recht hat. Doch Tyr hat den Riesen geholfen? Ich glaube schon, er fühlte sich verantwortlich für das Leid, das Odin über sie gebracht hatte. Ich vermute, er hat ihnen geholfen, ihre Spuren zu verwischen. Der fehlende Weltenturm. Genau. Was immer mit ihm geschehen ist, konnten die Riesen meiner Ansicht nach nur gemeinsam mit Tyrs Hilfe durchführen. Okay, die schwarze Rune finden. Ich denke mal, dass wir da raus müssen, aber jetzt schauen wir erst noch mal den Raum hier ein bisschen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Aber sieht eher nicht so aus. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Wo ist dieser schwarze Runenkopf? Keine Ahnung. Hallo. Was ist denn das hier? Der Stein! Das muss. Sieht aus wie ein Bossraum. Tyrs Gruft. Ach du Scheiße. Was ist so ein Ring oder so eine Krone oder sowas? War ja klar. Oh,
Also so ein Ding, was so schwarze Löcher erschafft. Hast du gedacht, es wäre so einfach? Nein. Ich hatte hier es steht aber schon mal. Und was jetzt? Mit diesem Mopsi. Da steht auch ein Mopsi. Bruder, eine Falle für die Winde von Heden. Aber was glaubst du, wo die Winde sind? Die Winde wovon? Oh, hatten wir das nicht erwähnt? Als du krank warst, haben wir in Heden dein Heilmittel. Wirklich? Keine schöne Erfahrung übrigens. Aber dein Vater hat einen neuen Trick gelernt. Mit etwas Hilfe von Brock. Brock war auch da? Ich, aber... Darüber sprechen wir später. Mach mal. Ah, ein Skiendu aus dem Hochland. Früher hatte ich selbst auch einen. Du sollst ihn nehmen. Ja, Junge, nimm ihn. Vielleicht müssen wir uns unterwegs mal Butter aufs Brot schmieren. Genau deshalb kann dich niemand leiden. Okay. Ist aber auch nicht, oder? Hier scheint eine Tür zu sein. Mit Spinnnetze davor. Okay, aber wo sind wir eigentlich gekommen? Ja, von hier, oder? Ah, hier sind wir gekommen. Ob es hier weitergeht. Das ist auch nicht. Da waren wir gerade drin. Müssen wir vielleicht hier... Müssen wir da reinschießen vielleicht? Okay, ich sehe schon. Wir müssen den hier.
Oder muss ich den da hinten reinbringen? Ich weiß es nicht. Okay, das war die richtige Lösung. Das ist aber nicht nett. Ach du Scheiße. Seht mal, schmale Durchgänge an den Seiten. Perfekt für den Jungen. Aber Panda kommt da nicht durch. Sei bloß vorsichtig. Freya ist gerade die Tür, um dich wieder zusammenzubringen. Sei stärker. Hier ein Problem haben, oder? Sieh mal da! Genug jetzt damit. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Mach ich nicht. Stammt aus einem großen Wüstenland, sehr weit entfernt von hier. Leben dort Götter? Oh ja. Viele, viele. Gut oder böse? So einfach ist das nicht. Ah, okay. Yeah.
Okay, gab's hier ein bisschen Heilung oder sowas? Worüber hast du dich in der Gruft so aufgeregt? Das ist jetzt nicht wichtig. Dir war's offenbar wichtig. Es war impulsiv. Schenke meinen Schwächen keine Beachtung. Wow, das war ja fast eine Entschuldigung. Du zerschlägst wohl einfach gerne Tonwaren. Ah, ich muss mir die zweite holen. Okay. Ich werde die erste jetzt nicht mehr kriegen, oder? Logisch gesehen sollte sich der zweite Ring so verhalten wie der erste. Du musst nur die Winde einfangen. Ich weiß schon, wo ich hin muss. Wo war denn das jetzt? Dreht sich der zweite. Ah, da ist er. Mach dich bereit! Das musst du mir beibringen! Okay, hier sind wir gekommen. Denken wir, dann wird es da weitergehen. Gibt es hier noch irgendwas? Hör zu. Ich will von jetzt an nur die Wahrheit wissen. Ja? Egal, ob sie mich verletzt oder nicht. Ich will lernen. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. Ich weiß. Geh. Ich kann gar nicht hinsehen. Viel Glück. Boah, soll denn das gehen? Okay, ich sehe schon. Okay, hier ist der nächste. Aber erst könnt ihr ja mal das lesen. Seht mal, das sind die Wolfriesen, Skell und Hati. Ganz recht, die Bringer von Tag und Nacht. Okay. Wenn sie Sonne und Mond gefangen haben, beginnt Ragnarök, stimmt's? Kannte Tyr sie? Keine Ahnung. Er mochte sie offenbar genug, um ihnen eine große Wand in seiner Gruft zu widmen. Auf hier die Hütte. Okay, jetzt werden wir den Möpsis kommen. Möpsis. Gefällt es dir denn gar nicht, ein Gott zu sein? Auf einem Abenteuer an einem fantastischen Ort? Vielleicht wollte Mutter, dass wir etwas Spaß haben. Alles, was wir gesehen und getan haben, war vielleicht ihr Geschenk. Okay, da werden wir nicht drankommen, da müssen wir. Ich denke, dann müssten wir hier hoch. Ich sehe keine Falle mehr für die, Winde von Hel? Vielleicht können wir sie von einem dieser Balkone aus entdecken. Aber wie kommen wir so schnell runter? Das wird die Frage sein. Feuer! Ihr seid hier!
glaube, ich sollte mir helfen. Okay, dann machen wir erstmal einen Shotgun auf. Würde ich sagen. Hier ist der Shortcut. Na, da waren wir noch nicht. Weißt du, für jemand so beliebten war Tyr echt paranoid. Ja, dank Odin hatte er allen Grund. Dann schauen wir mal, ob wir das Ding hier erwischen würden. Von hier erwischen wir es nicht. Was steht hier? Gedanken sind schneller als der Wind. Vielleicht geht es gar nicht im Tempo. Können die Winde sonst noch irgendwo hin? Die Windfalle! Ah, okay, jetzt habe ich praktisch da eingesetzt, jetzt können wir das ganz gemütlich von hier unten machen. Wahrscheinlich, wenn hier 2 Millionen Mobs kommen. So, wo müssen wir denn hin? Das haben wir auf. Da müssen wir rein. Dann ballern wir den gleich mal da rein. Okay, damit müsste jetzt eigentlich. Was geht jetzt hier auf? Schauen wir mal. Der Runenstein, er kommt runter. Ach. Was ist los? Falle. Vater. Junge, verschwinde von hier. Mir geht's gut. Wie kriegen wir dich da raus? Zuketten an der Wand. Aber es gibt 3 davon. Was soll ich tun? Atreus, konzentrier dich. Du kannst das. Bitte beeil dich. Ich weiß gar nicht, ob ich ertrinken kann. Los, denk nach. Hati ist der Silber. Er jagt den Mond. Der goldene Skill verfolgt die Sonne. Damit Ragnarok eintritt, müssen sie pressen. Die Anordnung ist falsch. Gut, Junge. Mond nach links, Sonne nach rechts. Midgard in die Mitte. Aber welchen Hebel ziehe ich? Weiß ich doch nicht. Nach links, Sonne nach rechts. Links, Junge! Die Mitte! Wenn der silberne. Mond links, Sonne rechts. Die Mitte. Mond links, Sonne rechts. Links. Mond links, Sonne rechts. Midgard in der Mitte. Den rechten, Junge. Mittlerer Hebel. Mond links, Sonne rechts. Eine schöne Bescherung. Ja, da muss ich erst mal schauen, wie ich das, was ich da ziehen muss, dass die Dinger da richtig sich bewegen.
Also Mond links. Mond links. Rechts! Mittlerer Hebel. Links! Die Reihenfolge muss so sein. Mond links, Sonne rechts. Midgard in der Mitte. Die Mitte! Den rechten, Junge. Mond links, Sonne rechts. Midgard in der Mitte. Mittlerer Hebel. Okay, das war falsch. Die Mitte. Den Mond hoch. Der linke. Okay, er muss erstmal schauen, wie das funktioniert hier, das Rätsel. Wir halten nicht an! Moment! Das ist die große Kette! Vater, über hier! Mach mal was! Junge, du musst die Kette stoppen! Wie? Ich weiß es nicht. Mach mal was! Ihr Messer? Es geht nicht anders! Es funktioniert nicht! Das verstehe ich nicht! Alter Schwede! Ihr Messer! Ich weiß, aber es hat dich gerettet. Das war sehr schlau, Junge. Puh. Die Rune ist frei. Wir haben es geschafft. Ja, mal sehen, was Tyr für uns hat. Oh nein, Freyas Schutzrune. Sie ist weg. Was machen wir jetzt? Wir gehen weiter. Ich denke mal, dass jetzt die komischen Viecher kommen werden. Was ist denn das hier? Warum leuchtet denn das so? Da unten die komischen großen Viecher, das an der Seite. Da ist er! Wir haben ihn! Noch haben wir den nicht. 100 pro stehen die zwei jetzt auf. Junge. Hier. Am Tag deiner Geburt machte ich zwei Messer. Aus Metallen meiner Heimat und dieses Landes. Eins für mich selbst. Und wenn du soweit wärst, eins für dich. Heute ist dieser Tag. Bin ich jetzt ein Mann? Wie du? Nein. Wir sind keine Götter. Männer. Wir sind mehr als das. Die Verantwortung ist viel größer. Und du musst besser sein als ich. Verstehst du? Sag es. Ich bin besser. Die Macht dieser Waffe, jeder Waffe, kommt von hier. Im Zusammenspiel mit dem hier. Durch Disziplin, die Selbstbeherrschung von dem, der sie trägt. Darin liegt die wahre Stärke eines jeden Kriegers. Vergiss das niemals. Also gut. Komm. Greger.
Die wachen doch bestimmt gleich auf. Warte. Doch, er kann sie beherrschen. Boah. Ich hab's gewusst. Die Rune, hast du sie gesehen? Ja. Bist du sicher? Bin ich. Glaub mir. Krempel aus der Asche. Boah, zwei gleich. Geht sich deren wieder auf? Was mache ich jetzt falsch? Was mache ich hier falsch? Aber was? Der muss immer auf den Roten gehen irgendwie, oder? No!
Schüsse auf den Roten um anscheinend. War der groß. Aber kein Gegner für Götter. Hab größere besiegt. Ha, mickriger Troll. Ja. Ah, jetzt habe ich einen zweiten Runenangriff. Sehr schön. Ich bin verkehrt. Wo lang geht's zur Sandschale? So, okay. Was haben wir denn hier? Fähigkeiten. Hier haben wir auch schon alles. Aber hier können wir noch ein bisschen was machen. Die nehmen wir noch mit, Leute. Klingenknauf. Abwehr plus 10. Okay, das lassen wir jetzt aber erst nochmal. Gut, Leute, und dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wir müssen jetzt hier aus der Gruft entkommen. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid. Und natürlich würde ich mich auch über Support freuen. Gut, bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.